In den letzten zwei Jahren haben wir dann den Fokus aufgemacht. Bildung für nachhaltige Entwicklung kam näher. Wir haben Ausstellungen zum Klimawandel angeregt. Wir haben über Konsumismus nachgedacht mit den Lernenden, über Clean Clothes, wie werden die Kleider hergestellt, die die jungen Leute heute tragen, und auch, was passiert mit dem Essen. Food Waste war ein großes Thema. Im Bereich BNE laufen dieses Jahr zwei große Projekte. Das erste ist UMPRO, ein Umweltprojektwettbewerb für die Lernenden, wo sie eigene Projektideen eingeben. Und wenn die Jury findet, das ist unterstützungswürdig, werden diese dann umgesetzt. Das zweite ist eine Fotoausstellung von Hannes Schmid. Er engagiert sich in Kambodscha mit seinem Hilfswerk Smiling Gecko. Er ist auch an zwei Mittagsveranstaltungen hier, die werden von rund 600 Schülerinnen und Schülern besucht. Wir haben Hannes Schmid eingeladen. Wir sind fasziniert von seiner Person, seiner Persönlichkeit, wie er es schafft, mit seinem Wissen, mit seinem Beziehungsnetz Leute zu begeistern für seine Ideen. Das kann ein Vorbild sein für die Lernenden hier. Man muss eine Idee haben, eine Vision, man muss alles dran setzen, sie umzusetzen. Dann ist ganz vieles möglich in dieser Zeit. Wir möchten den Lernenden aufzeigen, was mit Bildung alles erreicht wird. Unter ganz widrigen Umständen in Kambodscha und hier unter sehr komfortablen Bedingungen in der Schweiz. Ein selbstbestimmtes Leben hat mit Bildung zu tun. Wir haben angefangen, Gemüse gefallen, Häuser haben wir gebaut, das die Kinder haben wir angefangen zu übernehmen und haben ganz mit einer einfachen Schule angefangen, auf dem Land. Mich hat fasziniert, dass aus einer Frau, die am Straßenrand saß, so ein großes Projekt daraus wurde. Auch, dass das ganze Land schlussendlich verändert werden sollte. Mir hat besonders gefallen, dass er überhaupt auf die Idee kommt, aus dem Nichts etwas Großes zu machen und den fremden Leuten zu helfen. Ich fand die Veranstaltung sehr spannend, vor allem auch die Bilder. Dann sah man auch eine Geschichte dahinter, eine sehr bewegende Geschichte. Die ärmeren Verhältnisse, und ich fand das Projekt Smiling Gecko eine sehr tolle Sache. Und ich denke, wir in der Schweiz sollten wirklich schätzen, was für eine Ausbildung wir haben. Das Erlebnis mit diesem Publikum war unglaublich. Das sind junge Menschen, voll motiviert, voll mit dabei, begeistert. Ich bin angesprochen worden draußen, und ich finde es ganz, ganz toll, dass diese jungen Menschen sich mit dem auseinandersetzen. In der nächsten Zukunft werden wir die BNE-Projekte in ähnlichem Maß ausgestalten wie jetzt. Wir planen große Ausstellungen alle zwei Jahre mit namhaften Künstlern, wenn uns das weiterhin gelingt. Wir werden jährlich 2 bis 4 Mittagsveranstaltungen durchführen und diesen Projektwettbewerb UMPRO.